Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir das Squid Game. Ja Leute, viele haben mich gefragt, ob ich mal das Squid Game, was wir aus der letzten Aufnahme haben, mal als, ja, Mitspieler spielen kann. Und deshalb dachte ich mir, das Ganze mal machen wir das Ganze einfach nochmal. Leute, heute spielen wir Squid Game und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob wir eventuell die Chance haben, Squid Game zu gewinnen, Leute. Und wir gehen direkt auch schon ins Game rein. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls das Video gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen, Leute. Beim letzten Mal sind wir Guard geworden. Dieses Mal werden wir Player, Leute. Und wir haben hier sogar Missionen, Leute. Okay. Okay, das ist cool, Leute. Tasks sind auf jeden Fall cool. Und Leute, 35 Spieler sind wir insgesamt. Ich bin mal gespannt, ob ich die Chance habe zu gewinnen. Und wer ist Erde, Leute? Wer ist Erde? Aha, ich wollte schon sagen, Leute. Jedenfalls würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Leute, gerade wurde nochmal das Spiel erklärt, da wir das alle schon wissen, muss ich das Ganze ja nicht nochmal erklären, Leute. Aber zur Squid Game Serie wollte ich sagen, falls du noch kein Squid Game Video von mir geguckt hast, bitte guck die Serie Squid Game, obwohl die meisten von euch die sowieso geguckt haben. Guckt die Serie bitte nur, wenn ihr 16 seid oder alt genug seid oder mit eurer Erlaubnis eurer Eltern, weil bei der Serie, Leute, habe tatsächlich ich manchmal weggeguckt und ich bin 18, also ja. Und da haben wir den Glasmaker, Leute, der kann erkennen, welches Glas richtig und welches falsch ist. Das heißt, er darf auf jeden Fall nicht sterben, Leute, weil dann wird er uns eine sehr große Hilfe am Ende sein, Leute. Und ich würde sagen, machen wir den Weg auf zum ersten Game. Aber davor, Leute, können wir jetzt hier ein Foto machen. Wir haben ein Foto gemacht. Nice, Leute. Und ich würde sagen, benutzt doch gerne Starcode, Jodo, falls du dir Robux oder Roblox kriegen kaufst. Ich weiß gar nicht. Kann man sich hier irgendwas für Robux holen, Leute? Irgendwelche Boosts? Sprint Boost? 100 Coins oder 100 Robux, Leute? 100 Coins klingt schon angenehmer, glaube ich. Aber Leute, was heißt ein Sprint Boost? Kann ich dann schneller laufen oder was? Also, ja, das erklärt sich das. Damage Boost, ja, Schaden mache ich sowieso nur sehr wahrscheinlich im letzten Game. Das hier brauche ich auch nicht, Leute. Und Jump Boost, höher springen, bringt ja eigentlich auch nichts wirklich was, Leute. Ja, laufen wir erstmal zu Red Light, Green Light. Eventuell scheiden wir direkt ja schon bei Red Light, Green Light aus, Leute. Das hoffe ich natürlich mal nicht, Leute. Das hoffe ich natürlich mal nicht. Und boom, nice, Leute. Hier sind wir. Und jetzt sind wir hier hinter den Kabinen, Leute. Wir müssen warten. Gibt es hier irgendwelche Guards? Kann man hier durchgucken, Leute? Weil man kann hier in diesem Spiel, kann man tatsächlich ein Guard sein. Und ja, Leute, warten wir, bis es weitergeht. Leute, es geht los. Und Red Light, Leute, Red Light, Red Light, Red Light. Oh, es sind schon Leute umgekippt. Warum? Warum? Warum bewegt ihr euch, wenn es Red Light ist? Ich verstehe es nicht. Und. Stehen geblieben? Stehen geblieben, ja. 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 Red Light, Leute, Red Light ist böse. Green Light, let's go, Leute. Laufen wir los, laufen wir los, laufen wir los. Und Red Light, stehen geblieben. Oh, er ist gesprungen. Oh mein Gott, Leute, die Banane. Nein, die Banane. Die Banane. Und wir haben keinen einzigen Guard hier, Leute. Okay. Stehen geblieben, stehen geblieben, stehen geblieben, Leute. Stehen geblieben. Nein, der Ritter, Leute. Wieso sterben alle Leute mit irgendeinem speziellen Skin, Leute? Wir sind übrigens Nummer 004, Leute. Was für 004, Leute? Da steht nur 04. Richtig cool auf jeden Fall. So. Okay, Greenlight, Leute. Greenlight, 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 Greenlight. Ah, oh, fast geschafft, Leute. Wir sind fast im Ziel drin, Leute. Das ist ein Speedhacker gerade gewesen. Habt ihr das gesehen? Der ist so wusch. Mach schon, mach wusch. Mach wusch. Mach wusch. Er macht keinen Wusch, Leute, aber das... Ah! Der Speedhacker ist raus, Leute! Da habe ich mich einfach nur verguckt, Leute. Er schreibt auch Hacker, Leute. Ich blende euch das Ganze nochmal gerade ein. Habt ihr das gesehen? So war das. Aber ja, Leute, wir haben es geschafft. Das heißt, wir haben schon mal einen Win. Das heißt, man kriegt hier wirklich pro Runde einen Win. Und nicht, wenn man das ganze Spiel gewinnt. Was habe ich gerade gesagt? Wenn man das ganze Spiel gewinnt. Und, Leute, ja, ich bin aber leise. Ich habe es geschafft. Aber wir sehen uns im nächsten Game. Wieso laufen die so langsam? Hallo? Und warum hat er so große Beine, Leute? Was ist los mit ihm? Und wieso laufen die so langsam? Die laufen irgendwie die ganze Zeit. Irgendwie. Guck mal an. Er läuft. Er sprintet um sein Leben, Leute. Aber er kommt nicht vorwärts. Er kommt einfach nicht vorwärts. Lauf! Dein Leben hängt auf dem Spiel. Du hast noch eine Minute verbleibend. Komm schon. Lauf! Oh mein Gott, Leute. Oh Mann. Aber sie scheiden nicht aus. Sie scheiden nicht aus. Und, hallo, Kollege. Du bist Nummer 36 oder sowas. Sprich nicht mit mir. Ich bin Nummer 04, ja. Ich bin, Leute, hier haben wir 019. Eieieiei, Leute. Eieieiei. Er ist echt 36. Ich habe richtig gegessen. Nice. Leute, 24 Leute sind noch übrig. Ein paar sind ausgeschieden. Und ja, Leute, ich weiß noch, meine allererste Runde Red Light, Green Light, die ich in meinem Leben mir gespielt habe, die war katastrophal. Ich wusste nämlich nicht, was ich tun sollte. Ich war komplett überfordert, Leute. Aber inzwischen gewöhnt man sich ja dran. Da muss man nicht mehr so
krass aufpassen, aber meine allererste Runde, die ich leider nicht aufgenommen habe, aber das war schon lustig, Leute, weil ich hatte so, hä, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt stehen bleiben? Muss ich jetzt laufen? Was passiert hier? Und ja, Leute, Honeycomb, bin mal gespannt, Leute. Ja, das haben wir schon, wie gesagt, letzte Aufnahme hatten wir das Ganze als Guard gespielt, also wir waren quasi so einer. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, gerne abchecken, Link dazu findest du ja auf meinem Kanal und in der Videobeschreibung, Leute, packe ich das einfach auch ganz mal rein. Und ja, Leute, können wir uns hier Muster ausruhen? Ich bezweifle es, Leute. Ich glaube, wir kriegen, wisst ihr was, Leute, hier gibt es gar keinen Regenschirm. Hier gibt es einfach gar keinen Regenschirm. Wir werden einfach das Glück für uns entscheiden lassen, Leute. Wir müssen das Glück für uns entscheiden lassen und wir werden das schon schaffen irgendwie, Leute. Ich bin schon Squid Game Profi, Leute. Ich habe einfach schon Squid Game studiert und Leute, ja, wir nehmen einfach das Dreieck, wenn wir aussuchen können, aber ich glaube, wir können gar nicht aussuchen und oh, wir haben einen Kreis bekommen, Leute. Und Leute, guckt euch das an. Wie ein Gott, Leute. Habt ihr das gesehen, wie schnell ich das da durchgezogen habe, Leute? Wie ein Profi. Eieieiei, Leute. Und die sind da unten. Oh Gott, Sterne schon ein bisschen kniffliger, Leute. Aber Dreieck ist, glaube ich, am einfachsten, Leute. Weil da muss man so bzip, bzip, bzip. Beim Kreis musst du dir ja noch ein bisschen konzentrieren. Beim Vier geht's auch, Leute. Der Stern ist am schwierigsten auf jeden Fall, Leute. Weil hier gibt's ja keinen Regenschirm. Hier gibt's ja keinen Umbrella, Leute. Aber das war gerade schon eine Meisterleistung. Und ich habe dieses Spiel ja noch nie gespielt, Leute. Aber ich würde sagen, weiter geht's im Talk of War, Leute, beim Tauziehen. Habt ihr schon mal in Real Life getauziehen, Leute? Habt ihr schon mal eins dieser Spiele, die es in Squid Game gibt, schon mal im echten Leben gemacht? Also, Red Light, Green Light habe ich auch schon gespielt, Leute, in der Schule. Aber das hieß ja bei uns, also bei uns heißt das, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, Leute? Wenn ihr das kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, Leute. Das habe ich öfters gespielt, also in der Schule halt. Hier, das Spiel habe ich nie gespielt, Leute. Also Honeycomb, dieses mit dem Zucker, habe ich nie gespielt, Leute. Tauziehen habe ich natürlich gespielt, Leute, bei uns auf dem Fußballplatz und so immer mit den ganzen Leuten. Tauziehen, Leute, das war schon cool. Das Murmeln spielen, ja gut, man hat halt mit Murmeln gespielt, aber wir haben nie, also ich habe zumindest nie irgendwie Odd or Even das gespielt, was es halt hier gibt, Leute. Dann natürlich das Glass Game, Leute. Bezweifle ich, dass ich das auch gespielt habe. Also, nein, habe ich nicht, Leute. Und Squid Game haben wir auch nicht gespielt, Leute, weil das ist ja sowas Koreanisches. Aber zum Beispiel, hier wie gesagt, wer hat Angst vom schwarzen Mann und halt auch eben Tauziehen. Habe ich gespielt, Leute. Habt ihr es gespielt? Habt ihr irgendwas davon gespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn nein, lasst trotzdem ein Like da, weil Likes sind cool, unterstützen mich. Und danke auf jeden Fall an jeden, der geliked hat. Und Leute, ich würde sagen, wir stehen hier im Licht, Leute. Und gleich geht's weiter. Ich weiß noch nicht, warum die so lange. Was macht ihr denn da unten? Ah, Leute, sie schafft's, komm schon. Einen kleinen Millimeter noch, sie hat's geschafft, oder? Sie muss es jetzt nur noch da reinbringen. Komm schon. Yo, sie hat's geschafft, Leute, war's das? War's das oder lebt noch irgendjemand, Leute? Wer ist denn hier noch? Oh nein, Leute. Er ist AFK. Er ist AFK, Leute. Sein Leben steht auf dem Spiel und... Oh, das war's mit ihm. Nice. War der AFK oder hat er einfach gefailt, Leute? Keine Ahnung. Oh, Leute, let's go. Ab zum Tauziehen. Es sind noch einige Leute am Leben. Wir haben auch mittlerweile sehr viele Coins, Leute. Aber ja, was soll's. Wir haben 40 Sekunden Zeit, um nach oben zu laufen. Ich finde das halt auch cool, dass man hier immer weiter nach oben laufen muss. Also hier ist ja quasi Red Light, Green Light. Das war ja das erste. Das ist jetzt gesperrt. Hier ist dann gleich das Honeycomb Game. Das ist jetzt ja auch quasi gesperrt. Und jetzt müssen wir zum Tauziehen, Leute. Das war, glaube ich, in der Serie nicht so. Also ich glaube, in der Serie hatten die einfach immer auf derselben Ebene oder sowas. Aber ja, Leute, Tug of War, let's go! Oh, welches Team nehmen wir, Leute? Wir nehmen das Team einfach. Wir nehmen aber das Team. Wird schon schief gehen. Ey, Leute. Okay, Leute. Press Space to pull. Ah, Leute, nein! Hallo, wieso war das so schnell? War ja another live, Leute, 50 Robux. Let's go, Leute. Ich würde sagen, mein Team hat ja, also ich habe gerade meine Space-Taste habe ich gerade komplett zerstumpfen, Leute. Ich habe sie gerade komplett zerstört. Aber irgendwie habt ihr gesehen, wie schnell das gerade war? Als ob mein ganzes Team nicht gedrückt hat. Aber es ging auch viel zu schnell, Leute. Da wurde gar nichts erklärt oder sowas. Auf einmal ging es einfach los, so aus dem Nichts. Da musste ich auf einmal auf Space drücken, Leute. Aber ja, zum Glück haben wir die Macht der Robux, Leute. Und hier müssten wir eigentlich sein, aber Leute, wir haben uns ja wiederbelebt. Also, pssst, niemand hat's gesehen, Leute. Wir sind einfach irgendwie, keine Ahnung, Leute. Wir haben magische Kräfte und so und wir können uns wiederbeleben. Ja, sind wir hier noch da? Sind wir noch da? Da sind wir, Leute. 004. Wir sind anwesend, Leute. Wir sind anwesend hier mit dem schönen Squid Game Merch, den ihr übrigens in meiner Roblox-Gruppe finden könnt, wozu ihr einen Link in der Videobeschreibung findet, Leute. Jetzt wurden wir hier erstmal halbiert. Und ja, Leute, das Preisgeld betrifft schon hier oh, fast 100 Dollar, Leute. Fast 100. In der Serie waren zwar 46,5 Milliarden, aber ja, Leute, oder 46,4 Milliarden? Ne, 46,5 Milliarden, glaube ich, waren das. Oder 6 Milliarden? Irgendwie sowas, Leute. Irgendwie sowas. Ich glaube, das waren 46,5 Milliarden. Doch, ich glaube schon, Leute. Ich glaube schon. Aber irgendwie, ja, mehr als auf jeden Fall als 100. Das waren zwar Won und keine Dollar, Leute. Und Won sind ja quasi viel, viel weniger wert als Dollar. Wobei das trotzdem extrem viel Geld ist, Leute. Aber ich würde trotzdem nicht ins Squid Game mitmachen. In Real Life, wenn ich die Chance dazu hätte, Leute. Ich würde mir das nicht zutrauen.
Vor allem der Fakt, dass wirklich nur einer gewinnen kann, wäre mir schon so ein Ding. Wenn das jetzt so wäre, dass jeder gewinnen könnte und niemand dafür irgendwie irgendwie draufgehen würde oder sowas, also quasi wenn jeder immer gewinnen könnte, auch wenn am Ende alle gewinnen, wenn das so wäre, dann würde ich mir es überlegen, Leute, aber so, dass nur einer gewinnen kann, dass quasi die Chance, dass du gewinnst, ist so gering, da würde ich nicht mitmachen, Leute, da würde ich nicht mitmachen. Aber natürlich, Leute, in der Serie waren die ja so, die hatten ja quasi alle Schulden und so weiter und so fort. Ich habe zum Glück keine Schulden und so. Die hatten sowieso, ich sag mal, ihr Leben schon verkackt, sag ich mal. Und deshalb haben die dann da mitgemacht. Die haben ja keine normalen Bürger befragt, Leute. Da ich ein normaler Bürger bin, der keine Schulden hat zum Glück, würde ich halt direkt Nein sagen. Aber ja, Leute, wer weiß, also in der Serie hat man das schon verstanden, warum die da mitgemacht haben. Würdet ihr bei Squid Game mitmachen, wenn ihr die Chance dazu hättet, Leute? Schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Und jetzt sind wir bei Marvel's Game. Kann sein, dass wir jetzt hier rausfliegen, Leute. Aber das müssten wir eigentlich hoffentlich schaffen, Leute. Ja, okay. Random amount from Marbles, pick from a bag. Okay, ja, wir müssen halt odd or even, Leute. Odd or even. Okay, 1 zu 5. Okay, Leute. Okay. Okay, wir haben es verstanden. Okay, wir werden verlieren, wenn wir weniger als 6 Marbles haben am Ende von Runde 4. Okay, wir werden automatisch gewinnen, wenn wir 12 Marbles haben. Und jetzt muss das Glück auf meiner Seite sein. Good luck, sagt er auch schon. Good luck. Und, wir nehmen 2 und even, Leute. 2 und even. Oh Gott. Zwei und even. Ich weiß nicht, gegen wen ich spiele, aber hoffentlich. The number was even. Ja, Leute, ich habe gewonnen. Also nicht ganz gewonnen, aber. Okay, Leute. Nächste Runde. Runde 2. Okay, Leute, nehmen wir 3 und nehmen wir nochmal even, Leute. Hoffentlich gewinnen wir, Leute. Komm schon. Nochmal even. Ja, Leute, wir haben schon 11. Nice, Leute. Okay, jetzt können wir eigentlich auf, wir können jetzt eigentlich no risk gehen, Leute. Wir gehen jetzt auf 1 und dann einfach auf odd, Leute. 1 und odd, wenn wir gleich nämlich 12 haben, dann haben wir gewonnen, Leute. Dann haben wir automatisch gewonnen, Leute, bei Runde 3 schon. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, ist gut. Wenn wir jetzt verlieren, ist nicht so schlimm, Leute, weil, ja, wir haben genug Marbles, Leute. Wir setzen hier nicht auf hohes Risiko. Aber kann sein, dass wir jetzt auch verlieren, Leute, wenn es wieder even ist. Aber eventuell ist es jetzt odd, Leute, und es ist even. Okay, wir haben jetzt einen verloren. Ist nicht so schlimm, Leute. Dann machen wir jetzt 2 in Runde 4 auf even, Leute. Und da wir dann mehr als 6 haben, haben wir sowieso gewonnen. Von daher, Leute, 2 und auf odd nehme ich, Leute. Weil jetzt muss eigentlich odd komplett wackern. 3 mal hintereinander even. Wenn jetzt kein odd kommt, keine Ahnung, Leute. Aber wir müssten eigentlich sowieso gewinnen, wenn meine Mathematik jetzt aufgeht, Leute. Wenn meine Mathematik jetzt aufgeht... 2 sind einfach schon raus, Leute. Ich glaube, die haben das Spiel nicht verstanden oder sowas. Weil so schwer ist das hier gar nicht, Leute. Und... Odd, nice, Leute, wir haben gewonnen. Sehr, sehr cool, Leute. Sehr, sehr nice und wir sind der Erste, der gewonnen hat. Hohoho, Leute, ich fühle mich geehrt. Und ja, Leute, jetzt kommt das Glass Game und oh mein Gott, wie viele sind disqualifiziert worden? Eieieiei, okay. Also mit den Leuten hier das Glass Game jetzt durchzuspielen, viel Spaß, Jojo. Ich wünschte, ich hätte diesen Glass Game, besser, wo ich sehen kann. Lebt Nummer 26 noch? Lebt Nummer 26? Nein, er lebt nicht mehr, Leute. Er lebt nicht mehr. Nummer 26 weilt nicht mehr unter uns. Weil er wüsste nämlich, welches Glas richtig ist und welches falsch ist. Ja, Leute, RIP an der Stelle, Leute. RIP an der Stelle. Aber wir können es gewinnen. Aber erstmal müsst ihr jetzt, glaube ich, die Nacht antreten, Leute. Deshalb begeben wir uns am besten mal auf ein Bett, Leute. Weil ich will hier eigentlich nichts Böses anfangen. Könntest du vielleicht auf das Bett dort hinten gehen? Aber erstmal, Leute, bisschen mehr Money noch. $125 schon. Okay, nice. Leute, die betteln sich da hinten schon. Ich bleibe lieber in Sicherheit, Leute. Wir haben noch 5 Spieler verbleibend. Und das Glass Game, da brauchen wir so viele Leute, wie es geht. Oh, wieso bin ich hier runtergesprungen? Ey, tu mir nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, Leute, die können mich doch hier nicht einfach angreifen. Leute, wir brauchen gleich so viele Spieler wie möglich beim Glass Game, sonst werden wir alle draufgehen. Oh Gott. Leute. Es sind noch 1, 2, 3, 4. Wo ist der 5.? Ah, da, Leute, da, unterm Bett. Okay, smart, Leute. Schlau. Wir chillen einfach alle die ganze Nacht, Leute. Weil gleich kommt das Glass Game, Leute. Und wir brauchen gleich jeden einzelnen, um irgendwie ans Ziel zu kommen, Leute. Ich muss versuchen, die letzte Nummer zu snacken. Aber das gucken wir gleich. Yo, ey.
Chill, chill. Okay, Leute, er chillt. Ich wollte gerade schon sagen, Leute. Ich wollte gerade schon sagen, dass er uns jetzt noch angreift. Eieieiei, Leute. Eieieiei. Leute, Glas, wir sind da. Und wir sind erster, Leute. Wir müssen uns die letzte Nummer picken. Komm. Wo ist die letzte? Okay, ganz hinten, Leute. Ganz hinten. Lauf. Wir müssen... Oh, warum spawnt die direkt hier? Warum spawnt die direkt hier? Ich will die Nummer 50. Be careful. Ich hab die Nummer 50, Leute. Nice, wir sind letzter. Warte mal. Stand da gerade, deine Random Number ist 44 und deine Position ist 1? Nein. Bin ich 1? Leute, ja, springen? Er springt einfach, okay. Ja, hä? Leute, der macht alles richtig. Woher weiß er das? Leute, wir haben gewonnen! Yo! Das Glass Game war kein Problem. Ich glaube, er hat den Game Pass, Leute. Er wusste einfach, wie der Hase läuft, Leute. Er hat einfach kein einziger gefailt. Also entweder hat er übertrieben viel Glück gehabt oder er hat einfach den Game Pass gehabt, Leute. Ja, beides ist gut, weil wir haben es weiter geschafft, Leute. Und wir können jetzt tatsächlich im Finale teilnehmen. Und ist sie wirklich gestorben? Wie? Ach Gott, Leute, wir reden einfach nicht drüber, wie. Aber Leute, 3 Leute sind da noch verbleibend. Und ich bin sehr gespannt, Leute, ob ich eventuell die Chance habe, das Squid Game X zu gewinnen, Leute. Player remaining. 3, Leute, 3. Kennt ihr diesen 3? Okay, Leute, und ich würde sagen, laufen wir nach oben zum Squid Game. Und jetzt bräuchte ich eigentlich diesen Damage Boost. Na, wir versuchen es mal ohne, Leute. Vielleicht in der nächsten Folge, falls ihr noch ein paar sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um das Ganze nicht zu verpassen, Leute. Jetzt werden wir das Squid Game zocken und hoffentlich gewinnen, Leute. Laufen wir nach oben. Und ja, Leute, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Und ja, eventuell gewinnen wir, eventuell verlieren wir. Keine Ahnung, wie es ausgehen wird, Leute. Aber ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Und Leute, let's go! Ihr kriegt jetzt eine Timelapse, wie ich hier innerhalb von 2 Sekunden diese Treppen hochlaufe. Ja, oder halt auch eben nicht, Leute. Es ist das Squid Game. Ja, wir sehen es. Die Frage ist, was müssen wir machen? In order you win. Okay, wir müssen die letzte Person nennen, die hier drin steht. Okay, er schreibt Team. Wir werden dich wegklatschen. Push die Alas. Okay, Leute, wir müssen die anderen Leute rauskicken. Alles klar, Leute. Wir bleiben hier in der Mitte mal stehen. Oh, warum kommt sie zu mir? Hallo, ich... Push, Leute. Oh! Ah, okay, die erste ist raus, Leute. Das 1 gegen 1. Ich gegen ihn. Wer wird das Squid Game gewinnen? Oh mein Gott. Ey. Leute, ich krieg's hin, oder? Krieg's hin? Leute, ich muss gewinnen. Ich muss das Squid Game gewinnen. Oh. Oh Gott, Leute. Das ist viel zu intens. Das ist... Komm schon. Flieg raus. Oh, ihr habt uns ausgetrickst, Leute. Oh mein Gott. Gott, yeah, Leute, und damit haben wir das Squid Game gewonnen, Leute. Hat er sich wiederbelebt oder sowas? Er schreibt XD. Ha, XD, Leute, wir haben gewonnen, Leute. Wir haben einfach das Squid Game mal wieder gewonnen, Leute. Oh mein Gott. Ich mein Preisgeld, Leute, 189 Geld. Ich will das Geld haben. Players remaining. Oh, congratulations to the winners. Wie Winners? Hat er jetzt auch gewonnen oder sowas? Aber okay, Leute, müssen wir jetzt noch ein Game spielen oder wie läuft das jetzt, Leute? Weil wir haben doch gerade eigentlich, weil er sich wiederbelebt hat oder wie? Also hat man hier quasi unendlich Chance, wenn man sich einfach die ganze Zeit wiederbelebt. Warum kann man sich denn beim letzten Spiel wiederbeleben? Das macht gar keinen Sinn, Leute. The game ended. Okay, Leute, es ist vorbei. Wir haben offiziell gewonnen. Ihr habt es gesehen, Leute. Ich habe es live auf Kamera, dass wir gewonnen haben, Leute. Wir haben zwar auch wiederbelebt, aber ja. Wir haben gewonnen. Nice, Leute. 224 Coins. Und ja, der Winner ist... Ach, Leute, egal. Hinterfragen wir es aber nicht. Ist egal, Leute. Wir haben gewonnen. Und dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutzt gerne Starco, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox-Premium kommst. Und schaut doch gerne in die Videobeschreibung bei. Dort findest du mein Real-Life-Merch, mein Roblox-Merch oder den Link zum Discord-Server. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!